Es gab im Grunde nur einen Rauswurf. Es gab kein Zerwürfnis. Es gab eigentlich auch keine großartigen Auseinandersetzungen. Was ist passiert? Diese Veranstaltung läuft seit 2 Jahren und begann mit 5 Teilnehmern, organisiert von Sebastian und Sabine. Und ab Oktober kam hier eine unglaubliche Dynamik. Dank denen da oben und euch hier unten erstmal danke dafür. Wir haben das geschafft mit euch gemeinsam vom 19. November, da waren wir 500 Leute, bis zum 19. Januar auf 4.800 Teilnehmer pro Mittwochabend zu kommen. Und ich glaube, das ist eine Leistung von uns allen. Was also war das Problem? Es war abzusehen, dass diese Dynamik natürlich anhält, dass wir also, wenn wir in 2 Monaten uns praktisch fast verzehnfachen, dass das so weitergeht. Und unter normalen Umständen, da bin ich ganz zuversichtlich, die Politiker tun ja alles dafür, dass das so ist, wird das auch so weitergehen. Da habe ich also keine Angst. Aber wir mussten aufpassen und haben gesagt, also Achtung innerhalb der Orga, da gibt es ja nicht nur Freunde, da wird man uns sicherlich mit Argwohn beobachten und sagen, also wenn die jetzt 5.000 Leute auf die Straße schicken in Wolgast, dann sind das vielleicht im Zug der Dynamik demnächst 10 oder 20.000, dann müssen wir was machen. Um uns davor zu schützen, haben wir in einer Versammlung versucht festzulegen, dass die Handys rausgebracht werden müssen. Da gab es 2 Leute, die haben sich aber vehement dagegen verwehrt. Das war die Familie Kühl. Das sind die, die morgen Abend hier die Veranstaltung machen. Diese Familie Kühl, wenn man sich ein bisschen damit befasst, ihr könnt mal bei Facebook bei mir reingucken, da stehen ein paar Geschichten drin. Mein Name ist Wolf Wagenbreth, nicht Wolfgang, den Gang macht mir meine Frau. Wolf Wagenbreth, sind etwa 400 Freunde angemeldet, könnt ihr euch auch gerne anmelden und da gibt es dazu ein paar Informationen. Wie ging es weiter? Diese Familie ist schon des Öfteren damit aufgefallen, dass sie ganz gerne Sachen spaltet. Rausgeflogen bei der CDU, dann gab es so eine kleine politische Einheit, FFGD in Greifswald, die ist aufgeflogen. Dann gab es hier Probleme mit der BI vom Krankenhaus, da lief es auch nicht rund und irgendwie sind die bei uns gelandet. Und ihre Aufgabe war es, die Anmeldung zu machen, die Anmeldung dieser Veranstaltung auf einen Veranstalter von uns. Also die sollten nur den Akt vollführen. Und was haben die gemacht? Die haben die Veranstaltung hinter unserem Rücken auf sich angemeldet. Interessant ist, dass beide AfD-Mitglieder sind und wir eindeutig gesagt haben, wir sind hier überparteilich, wir wollen uns an keine Partei binden, höchstens wenn uns jemand unterstützen will, nehmen wir die Hilfe gern an, mehr wollten wir nicht. Was jetzt aber passiert ist, ist Folgendes, dass die sich also rausgedrängt fühlten. Und schon in der letzten Veranstaltung, das habt ihr gar nicht gemerkt, versucht haben, uns massiv zu sabotieren. Da wurden Ordner abberufen, der Zug wurde nicht mehr begleitet durch das Lautsprecherauto. Da war ja ein LKW da, der als Leinwand diente. Und sogar die Feuerwehrleute und die Traktoren wurden abgestellt. Übrigens haben wir heute natürlich wieder Landwirte mit dabei. Da kann man mal einen Beifall geben. So, das ist also die ganze Geschichte. Es gab kein großes Theater. Wir haben also beschlossen, wenn die nicht in der Lage sind, ihre Handys auszuschalten, damit wir uns also schützen, auch untereinander, dann haben wir gesagt, dann dürfen wir halt mit diesen Leuten nicht mehr zusammenarbeiten. Und die Geschichte, die ich eben erzählt habe und das, was eben passiert ist, hat uns am Ende recht gegeben. Wir schaffen das auch ohne diese Leute. So, jetzt nur noch positiv nach vorn, oder? Positiv nach vorn für unser Land. Wichtig ist in unserem Land Kultur.
Wichtig sind die Bauern, wichtig ist die Landwirtschaft, wichtig ist die Feuerwehr. Aber ihr alle seid genauso wichtig, wir alle sind wichtig. Und deswegen begrüßen wir mit einem riesengroßen Applaus den Mann, der die Hymne Deutschlands geschrieben hat, Esteban Cortés. Der für euch seinen Urlaub umgeplant hat, der für euch hierher gekommen ist und für uns alle und der auf Usedom Urlaub macht, weil er genau wie wir die Schnauze voll hat. Ja, ich denke schon. So Leute, es ist sehr schön, dass ihr alle hier seid. Das ist geil, dass ich hier sein darf. Vor 2 Wochen gab es ja nur das Video von mir und das ist so hammermäßig angekommen. Deswegen konnte ich nicht umhin, einfach so hier noch herzukommen. So, die Bahn ist noch unterwegs, die Finger sind klamm. Wir probieren es jetzt einfach mal. Friedensangebot. Straßenrand und warten auf den Einsatzbefehl. Junge Frauen und Männer in einem großen Dilemma. 400 Schaften hab ich gezählt. Die Menschenmassen, auf die sie losgelassen werden, verhalten sich noch friedlich zum Glück. Doch der treueste Schuss und wenn man ihn oft genug tritt, weist irgendwann auch wieder zurück. Die scheiß Bürgerkriegsallüren öffnen jenen die Türen, die jetzt noch mehr unterdrücken wollen. Wollt ihr sie unterstützen, statt die Leute zu schützen, oder bringen wir den Stein heute ins Rollen? Scheiß. Die alten Wolgers!
schwarze Uniform. Doch dann denke ich mir, hinter jedem Visier steckt ein Gesicht. Und das selbst von mir ja zu Haus. Was sagt die? Denk mal ein bisschen voraus. Könntet ihr es ertragen, wenn eure Kinder euch fragen, warum handelt so nicht? Es kommt wieder ins Lot. Deshalb machen wir euch ein Friedensangebot. Die Vernunft liegt am Boden, aber sie ist noch lange nicht tot. So, und jetzt alle im Chor. Und legt eure Helme nieder. Und die Hände kommen schon vor den Kopf. Wie sagt man so schön, böse Menschen? Die einzige, die fehlt. Oh Gott, schon jetzt richtig laut. Und ganz Vollgas. Freiheit. Laut! Freiheit. Ist die einzige, die fehlt.